Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Apo Swelly. Was wir heute machen, ist eine Sache, die wir jeden Sonntag machen. Es ist du und ich schauen einen Online-Shop von einer dritten Person an, bewerten ihn, sodass du hinter der Kamera nochmal ein paar Lektionen, Kleinigkeiten, auch wenn es eine kleine Lektion ist, auch zu Hause anwenden kannst und damit, dass dein Shop erfolgreicher wird. Das ist der Basic Gist von diesem Video, wie fast jede Woche einmal. Darum abonniere diesen Kanal auf jeden Fall. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du mir auch auf Instagram folgen oder auch deinen Shop da reinschicken. Ich bewerte nämlich auch in meiner Freizeit. Yes. In meiner Freizeit Online-Shops. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an, nämlich einen Online-Shop zu bewerten und ein paar Gedanken, die ich im Kopf habe, mit euch zu teilen. Das heißt, wir springen an den Platz, an dem die Magie entsteht. Ja, ist es mein Laptop. So, wir haben von einem unserer Zuschauer diesen Shop bekommen. Scene Fluid. Oder Scene Fluid. Ich weiß noch nicht, was für ein Shop das ist. Das ist auch meine erste Kritik an dieser Stelle. So, Be Your Hero. Wobei man das Logo nicht gescheit erkennt. Das sollte eher weiß hier oben sein. Dame hier gefällt mir auf jeden Fall. Es geht mehr in Streetstyle-Richtung, habe ich im Gefühl. Aber die Produkte, die sie anhat, wird nicht im Shop verkauft. Darum gefällt es mir doch nicht. Ja, das heißt, hier weißes Logo, Bild im Titelbild passt nicht so recht. Aber wenn man mal genau betrachtet, das Wichtigste ist natürlich nicht die Startseite, sondern die Produktseite. Okay, das heißt, das hier wäre jetzt an dieser Stelle wichtiger, weil wenn man den ganzen Ablauf einmal anschaut, wie die meisten Leute Umsatz machen im Online-Handel, das ist Ads. Ads kommt auf die Shopify-Produktseite oder wenn man ganz wild ist, auf die Shopify-Kategorie-Seite. Zum Beispiel auf die Bestseller, okay? Das ist der Standardablauf, wie Leute Umsatz machen. Darum, die Startseite ist wichtig, dass die clean ausschaut, ja? Und wenn Leute, wir schauen mal, wie die Startseite aufgebaut ist. Auf der Startseite, wenn man das Ganze mal untergliedert, welche Leute kommen auf die Startseite? Leute, die ich über Google gefunden haben. Das heißt, die müssen an erster Stelle genau wissen, okay, um was in deinem Shop geht. Die müssen Vertrauen aufbauen, es muss clean ausschauen. Das heißt, hier ist Vertrauen wichtig. Oder Leute sehen dich zuerst in den Ads, googeln deinen Namen, sagst dem Kumpel weiter. Oder kommt trotzdem auf Google, auf deine Seite. Oder über WhatsApp auf die Startseite. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Leute auf die Startseite kommen. Okay, und das ist in erster Linie noch nicht mal so relevant. Im weiteren Verlauf schon. Aber das ist relevanter. Das heißt, die Produktseite, bam, die ist eigentlich noch wichtiger als diese Seite. Das Problem ist hierbei nämlich folgendes. Wenn ich jetzt hier von Google drauf komme oder ein Kumpel sagt mir Bescheid, hey, geh mal auf scenefluid.com, ja, .com. Ich weiß nicht, um was es da geht. Bah, der erste Eindruck muss direkt zeigen, um was es hier geht. Darum ist eine Nische sehr, sehr wichtig. Erster Punkt hier, die Nische fehlt auf der Startseite. Auf der Startseite, wohl bemerkt, okay. Bah, Nische fehlt und damit hätten wir schon unsere erste Kritik. Wenn du nicht weißt, in was für eine Nische du bist, kurz nochmal hier, Werbung für unsere Nischenliste. Ich werde die jetzt unten markieren, das ist der Businessplan mit einer Nischenliste mit beisammeln. Das ist eine kostenlose PDF, geht über etliche Seiten. Und da kannst du als Anfänger, okay, das ist jetzt wirklich eine Sache für Anfänger, wenn du Anfänger bist, ist das perfekt für dich. Das haben wir von der Company aus zusammen gemacht, okay, Market Consultative. Du kannst hier damit bestimmt deine Nische rausfinden. Link in der Beschreibung. Heute habe ich dieses Programm entdeckt, das mir sehr gut gefällt, weil ich schon abhabe und benutzt habe. Heute ist die Liebe wieder zurückgekommen. So, wir gucken weiter. Meistgekaufte Produkte. Da bin ich ja erstmal gespannt. I give a lot and a lot of dreams. Zweimal selbe Produkt. Never give up, try it again. Ah, jetzt sieht man das Logo hier. Wahrscheinlich hast du eine folgende Sache nicht gemacht. Hier, dadurch, dass dieser Banner kommt, hast du das Ganze nicht weiß gemacht. Das kannst du im Code ändern. Du kannst im Code nur dieses Logo hier umändern. Für den PC jetzt. Okay, jetzt. Gucken wir mal rein.
Erstmal, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Lass uns einfach mal anfangen und Stück für Stück ein paar Punkte abarbeiten. Algebalot, Kapuzenpullover, Oversized. Oh, Oversized. A lot of dreams, T-Shirt, Oversized. Vielleicht würde ich da erstmal Oversized Shirt reinschreiben. Okay, weil du hast ja alles auf Englisch. A lot of dreams, Oversized Shirt. Nummer 1. Nummer 2, ich würde nicht dasselbe Design nehmen. Wenn jemand jetzt von, wir schauen wieder das an, wenn jemand von Google reinkommt, hier runter scrollt, da würde ich hier ein anderes Design nehmen. Das und das, das schaut sich zu ähnlich. Deiner ist es gleich, das ist gleich. Bloß eine andere Farbe, nee, auch ähnlich. Okay, wir gehen mal ein bisschen auf Design-Analyse. Wir gucken mal die drei Bestseller an. Gleich im Anschluss. Ah, jetzt haben wir es doch. Der nette junge Mann hat Scenefluid gemacht. Wir sind Scenefluid, die Online-Marke mit attraktiven Designs. Kommafehler, hier Komma. Die spezifisch von unserem eigenen Team erstellt werden. Als unser Kunde bist du der Fokus von allem. Von wem oder was? Von allem. Was wir tun, hole auch du dir deine Lieblingschancen. Ja, gefällt mir nicht so. Komm, wir machen ein bisschen Copywriting. Synfluid steht für... Okay, oder? Komm, wir machen ein bisschen Copywriting zusammen. Synfluid steht für attraktive Produkte. Textilien. Also du hast ja viel Oversize-Dinger drin. Hier oben hat man es gesehen. Vielleicht will ich hier auch unser Hauptfokus liegt am innovativen Designen von Oversized Textilien. Der Fokus unserer Arbeit liegt hierbei bei der Exklusivität und Einzigartigkeit unserer Produkte, welche wir dich mit jedem Drop zusammenstellen. Du bist in der Street-Style-Nische, habe ich ein bisschen Gefühl. Der Fokus unserer Arbeit liegt hier bei der Exklusivität und Einzigartigkeit unserer Produkte, welche wir für dich mit jedem neuen Drop aufs Neue zusammenstellen. Unser Hauptfokus. Der Satz gefällt mir noch nicht. Den Satz finde ich gut. Der Fokus unserer Arbeit liegt hier bei der Exklusivität und Einzigartigkeit unserer Produkte für dich. Unser Oversize-Produkt, das habe ich schon hier. Innovation und Design bei jedem Oversize-Produkt. Bei jedem unserer Oversize-Produkte. Bam, das Kleine. Synfluid, Emotion ist dann bei jedem unserer Oversize-Produkte. Der Fokus der Arbeit liegt hier heute exklusiv an unserer Textilien. Hier können wir ein Komma nehmen aus den Stilmitteln, welche wir für dich mit jedem neuen Drop aufs Neue zusammenstellen. Okay. Jetzt nicht perfekt, aber jetzt mal aus dem Stegreif raus. Ich würde jetzt noch mal eine Stunde drüber schlafen. Nicht schlafen, es ist mitten am Tag. Aber später dann nochmal einmal drüber gucken. Sowas. Was mir hier nicht gefällt, es wiederholen sich ein paar Sachen. Hier ist kein Call to Action eigentlich. So, du kannst ein Call to Action hinschreiben, aber ein Button wäre viel schöner. Genau. Okay, wir gucken weiter. Brandneu. Ja, schon besser. Wenn du hier schon Call to Action hast, brauchst du hier nicht ein Call to Action. Hier kannst du einfach Brandbuilding machen. Wer ist dieser Mann? Bist du das? Dann schreib das auch rein. Okay. Hier ganz am Ende kannst du einen Bindestrich machen. Name. Und dann nochmal hier
SEO und Designer. Da. Schreibt Geschäftsführer, sympathischer. SEO hat so einen negativen Effekt. Bam. Okay. Bam, was haben wir hier? Schauen wir gleich mal die neueste Kollektion an. Die da raus in Deutschland weiß so gut wie jeder. Niemand glaubt an den Schmarrn hier. An die Kundenbewerbung von Tim43, Sonja44, die Oversize-T-Shirts kauft. Die kauft und weil der so praktisch und gut produziert ist. So viel Auswahl. Ne. Da, man merkt auf 100 Meter, die sind fake. Weiß ich mein. So. Der Nick aus Steinhagen. Kundensupport, der mir vor 5 Minuten geholfen. Klasse. Jetzt stell dir vor, jemand schreibt deinem Kundensupport, du antwortest vor 5 Minuten. Fühlt er sich reingedeckt. Arthur 600 Stuttgart. Außerdem sind ein paar Deutschfehler drin. Und nicht jeder Kunde schreibt mit Deutschfehlern. Tu die einfach raus. Da ist die Sache gegessen. Die noch hier weiß, das sind die Link, da kannst du mich schon für Einstellungen bei den Link-Einstellungen ändern. Melden sich für unser Mailing. Okay. Das Ganze kannst du ein bisschen größer ziehen. Sonst hier nochmal deine Social Media Accounts mit rein. Zahlen kann man bei dir. Du magst das Geld, zahlen kann man bei dir in vielen, vielen möglichen Art und Weisen. Das passt. So, das wären mal so ein paar Sachen. Kurz zusammengefasst, das hier ändern. Die schauen wir gleich nochmal an, aber auch das hier ändern, die zwei. Den Text hier ändern, hier kein Call to Action mit rein, diese Person hier vorstellen, wenn du das bist. Das gucken wir nochmal an. Das ist cool, passt aber irgendwie nicht zu deinem Shop, denn das ist leger, das ist stilvolle Kleidung, das ist nicht Street Oversized Wear. Und die Kundenbewertung auch raus, vielleicht nochmal. Ja, Band ist mit dem Spaß hier. So, wir gucken mal hier direkt weiter. Einmal eine Bewertungs-App kannst du auf jeden Fall mit reinnehmen, dass du Bewertungen mit dabei hast. Sonst, was haben wir denn hier? Das sieht ein bisschen zu ähnlich aus. Das ist auch ähnlich. Das und das ist dasselbe. Das und das ist dasselbe. Kollektion gefällt mir nicht. Kollektion noch unterteilen. T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies. Und du hast mal 2, 3 Designs hier, was ich sehe. Okay, das muss noch auf jeden Fall unterteilt werden. Gehen wir bei Damen rein. Keine klare Struktur, das ist mein Problem. Guck mal, das hier. Nee, geht nicht. Geht auf jeden Fall nicht. Du brauchst eine klare Struktur. Einfach random ausverkauft. Du brauchst eine klare Struktur in dem ganzen Spaß. Also, guck mal. Du hast noch nicht so viel Variation. Hast du mal einen Crop Top rein, aus mal ein Sweatshirt, mal ein T-Shirt, Hoodie fehlt noch auf der Seite. Das hast du nicht, okay? Bau eine Kollektion auf. Bau 5 T-Shirts auf. 5 Hoodies und mach die in der Reihenfolge. Hoodie, T-Shirt, was ist das? Langärmiges Shirt. Nein. Weniger ist mehr. Nimm normales T-Shirt. Außerdem ist das nicht mal Oversize. Das ist ein ganz, ganz normaler Schnitt, oder? So, das heißt, wenn ihr Drucker rein braucht, die Oversize T-Shirts produzieren mit einem dickeren Kragen, angehend am Palm Angel Stil, könnt ihr euch gerne auch bei marktprint.de könnt ihr da gerne einen Zugang eure Kontakt einschicken und ihr bekommt eventuell einen Zugang, falls euer Shop gut ist. Kleines Frageformular von uns. Dann drücken wir euch unten, lässt bei uns im ersten Stock eure Produkte im Erdgeschoss. Sorry. So, aber weniger ist manchmal mehr. Erstmal würde ich hier Struktur reinbringen. Crop Tops zum Beispiel rausnehmen, was du bei Damen hattest. Jedes Design mit einem T-Shirt drauf in der Reihe, jedes Design mit einem Hoodie drauf in der Reihe passt. Du brauchst kein Sweatshirt jetzt. Brauchst noch nicht. So, außerdem findet ihr hier Produktvariation. Jetzt reden wir wirklich über Produktvariation. Wenn du eine erste Basic-Kollektion hast, 1, 2. Hier vielleicht noch bei Sonstige. Okay, bei Sonstige. Wo sind wir denn? Wir brauchen einen neuen Platz zum Arbeiten. Weil ist es wichtig. The Average Order Value, okay, aber wir sind im deutschen Channel. Durchschnittlicher Bestellwert,
wird direkt erhöht durch Produktvariation. Okay, das heißt, wenn du Neukunden bekommst, Neukunde, da stellt sich natürlich immer die erste Frage, für wie viel Euro kauft er sich ein? Wenn das nicht deine erste Frage ist, denkst du falsch. Für wie viel Euro kauft er im Schnitt ein und wie viel kann ich ausgehen von dieser Zahl? Ja, ausgehen von dieser Zahl in Werbung investieren. Weil wenn dein Kunde, wenn man mal hier genau betrachtet, wenn dein Kunde für im Durchschnitt für 45 Euro einkauft, was bei vielen Kunden der Fall ist, okay, stell dir vor, er kauft für 45 ein, deine Produktion, okay, Produktionskosten sind natürlich noch wichtig, da machen wir einen zweiten Strich, Produktionskosten, oh Gott, da haben wir jetzt diesen Spaß hier einmal angeangelt. Die Produktionskosten sind natürlich, verdammt nochmal, sehr, sehr wichtig. Produktionskosten, okay. Sag mal, für diesen Einkaufswert brauchst du Produktionskosten von 20 Euro. So. Dann kannst du ausgehend davon genau analysieren, wie viel Euro könntest du jetzt in Ads investieren. Okay, wie viel Euro könntest du in Ads investieren. Zack, wie viel Euro könntest du in Ads investieren, dass du noch profitabel bist. Das heißt, diesen Bestellwert anzuheben, der ermöglicht dir mehr hier rein zu investieren. Darum mein Vorschlag an dich, mein Appell an euch alle, Produktvariation wichtig. Besonders in der Winterzeit. In der normalen Zeit haben wir meistens nur T-Shirts mit bisschen Tassen etc. etc. Also in der Sommerzeit hast du viel, viel mehr T-Shirts. Okay, in der Winterzeit besser Hoodies, Tassen, Socken, Boxershorts. Da hast du wirklich alles drumherum, was sich mitverkauft, was du ja anbieten kannst. Ich habe neulich deine Nische rausgefunden, ein bisschen Motivation, schätze ich mal. Dann kannst du hier nochmal sonstiges machen, eine Tasse, ein schönes Poster, eine Socke, eine Boxershort. Das alles können wir dir anbieten bei Marketprint, da schreibe ich hier auch nochmal rein. Aber da brauche ich natürlich jetzt für unsere, okay, das war jetzt nicht das Gold, was wir im Marketprint benutzen, darum wechseln wir auf ein langweiliges Schwarz. Das Ganze kannst du bei Marketprint anfordern, ja, den Zugang, kannst diese ganzen Sachen machen. Kannst du dir auch noch andere Printer und die Marktprogramme suchen. Aber such die Marketprint aus. So, das wär's dazu. Sonstige da noch mal ein bisschen was rein. Jetzt gehen wir mal auf eine Produktseite. Hier fehlt mir Farbe. Hier fehlt mir Farbe. Das Design würde ich rausmachen. Und okay, statt nehme ich seine Person rein, die das Ganze trägt, eventuell. Schwarz, Sportgrau, Weiß. Kannst du machen, ja. Oder du machst nur ein Schwarz rein. Mit einer Person, die das trägt und machst mit mehr Branding, weil mehr Produkte heißt nicht gleich mehr im Verkäufe. Im Onlinehandel ist es so, wir können die Leute nicht irgendwo hinzwingen, dass sie was kaufen. Das heißt, wenn wir zu viel Möglichkeit geben, können sie sich nicht entscheiden und dadurch verlieren wir Kunden. Und rate mal, wir hassen es, Kunden zu verlieren. So, das da, ja, sieht jetzt auch nicht sonderlich professionell aus. Produktbeschreibung, Absatz sind drin, super. Produktbewertung würde ich noch mit reinnehmen. Lux heißt der ganze Spaß. LOOX. Ja, würde ich noch mal mit reinnehmen. Und ja, dann können wir mal peu à peu arbeiten. Es sind viele Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Was aber nicht sonderlich schlimm ist. Guck mal, ich gebe dir die Kritik. Von der Kritik kannst du lernen und von der Kritik ausgehend kannst du besser werden. Darum ist das doch gut, dass wir so offen und ehrlich mit dir sind. Du hast 50% Baumwolle, 50% Polyester. Okay. Okay, welches Produkt ist das denn? Ich weiß nicht, was für ein Produkt das ist. Die meisten Hoodies, die ich kenne, haben 80% Baumwolle. Aber nun gut, was soll ich sagen? Okay, hier Farbe, hier Farbe, hier Farbe, hier Farbe. Ah, hier ein bisschen mehr Farbe. Hier ein bisschen mehr Farbe. Brauchst einfach ein bisschen mehr Farbe in deinem Shop. Okay, und das Grau gefällt mir auch nicht. Wenn wir schon bei Farbe sind, das Ganze ein bisschen dunkler machen. So, das wäre eigentlich schon mal grundsätzlich vieles. Was dir dabei helfen könnte, mehr Umsätze zu machen. Hier kannst du noch FAQs machen. Also meine In-Kontakt-Formular meine ich, kannst hier noch Kontaktformular machen. Und dann könnten die Kunden auch direkt in Kontakt mit dir aufnehmen. Vielleicht hast du es unten links. Ne, du hast gar kein Kontaktformular. Hier kannst du noch ein Kontaktformular machen und das hier in die Über uns Seite mit einfügen. Kostenloser Versand, 5 € Rabatt. Hier noch ein kleiner Tipp am Ende. Schau dein Average Order Value an. Hier. Ausgehend davon setzt ihr ein bisschen höher, dass Kunde mehr einkaufen und so und erhöht dann Average Order Value auch. Das heißt, wenn der Average Order Value momentan bei 5, also durchschnittlicher Bestellwert, sorry,
Wenn der Bestell bei 35 liegt, machst du einen Versand ab 40 Euro beispielsweise. Ja, genau. Das sind noch die Tricks und Tipps. Und diese gibt es bei meinem neuen Buch auch. Ein Haufen von Milliardenmarkt E-Commerce. Das Ganze kannst du jetzt für den Vorverkauf, wird Ende des Monats geliefert. Das Ganze kannst du im Vorverkauf einmal sichern. Es sind um die 200, 300 Seiten. Wird viel Wissen. Ich mache seit 5, 6 Jahren E-Commerce. E-Commerce ist eine Reise. Du kannst so viel im E-Commerce machen. Wir haben jetzt mal kurz drüber geschaut. Wir sind im Schnellmodus durchgegangen. Und wir haben zum Beispiel diese Theorie gesehen. Nischentheorie haben wir gesehen, Copywriting, das sind viele Sachen. Wir haben geschaut, wie überhaupt Ads funktionieren, wie Leute funktionieren, die über Google draufkommen. Das sind viele Sachen. Ich stelle es mir ein Puzzle vor, dass sich mit der Zeit immer mehr schließt und du intuitiv dein Marketing richtig machst. Darum, Milliardenmarkt E-Commerce in der Produktbeschreibung, sage ich, in der YouTube-Beschreibung, wir haben zu viel über Produktbeschreibung geredet, in der YouTube-Beschreibung kannst du das Ganze sichern. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like, gerne ein Kommentar, dass YouTube mich besser rankt und du kannst mich auch gerne einmal auf Instagram schreiben und wir können eine Konversation zusammen führen. Sonst bedanke ich mich, dass du das Video bis hierhin angeschaut hast, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.